Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video dreht sich alles rund um den Fußball. Fußball und Fußballspiele. Nämlich es gibt durchaus ein paar gute Fußballspiele und die stelle ich euch in diesem Video kurz und kompakt einmal vor. Und damit herzlich willkommen zu einem doch etwas ungewöhnlichen Video. Aber ihr wisst ja, ich bin großer oder wir sind große Fußballfans. Ja, für den Verein bzw. für das Thema gibt es jetzt vielleicht den einen oder anderen Daumen nach unten. Aber vielleicht interessiert sich ja der eine oder andere für Spiele und im Zusammenhang mit Fußball, also Fußballspiele, der sollte einmal dranbleiben, weil ich habe ein paar coole, ungewöhnliche Spiele für Jung und Alt vorbereitet und die stelle ich euch in diesem Video kurz und kompakt einmal vor. Und wir fangen mit einem Spiel an, was man teilweise noch bekommt. Ihr müsst mal schauen, weil Gerhards Spiel und Design habe ich euch schon einige Spiele vorgestellt. Und das ist das Spiel Kick It. Ansonsten müsst ihr einfach mal direkt beim Verlag dann anfragen. Und Kick It ist ein abstraktes Fußballspiel im tollen Design. Erst einmal von Verpackung, vom Design wirklich schön gemacht. Aber auch was die Qualität angeht, da zahlt man ein paar Euro mehr. Dann bekommt man hier so ein solides Holzbrett, baut die Tore auf, setzt die Marke da drauf auf die einzelnen Positionen und hat unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten, wie man es oft bei abstrakten Spielen kennt. Gleich der Hinweis, da habe ich ein separates Video gemacht. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, falls ihr euch dafür interessiert, weil letztendlich nach den Bewegungen kommt ein Schuss mit dem Ball zustande über verschiedene Positionen und Ziel ist es natürlich, Tore zu erzielen. Ihr merkt, kurz und kompakt stelle ich euch die Reihe vor, aber wer abstrakte Spiele mag und auch ein sehr gutes Spiel im Zusammenhang mit Fußball, der ist hier auf jeden Fall ganz richtig. Ja, auch ein sehr erfolgreiches Spiel ist Kneipenquiz. Eines der durchaus sehr guten Top 10 Spiele, wenn es um Quizspiele, Ratespiele geht. Und das hier gibt es in einer Fußball-Spezialedition. Und auch die habe ich euch als Video vorgestellt, weil die klassische Version, ja, die mag ich auch. Allerdings die Fußball-Edition, ja, als Fußballfan, die mag ich einfach viel mehr. Und das haben wir oft gespielt, auch mit meinem Vater schon online gespielt über Skype. Und das ist ein kooperatives Quizspiel. Das heißt, und dazu habe ich auch ein Video gemacht, ihr klappt quasi das Ganze auf und das ist auch wirklich sehr schön gemacht. Ich zeige es, glaube ich, da unten mal, dann sieht man es mit der Kamera. Ihr klappt das unten auf, habt hier das jeweilige Material drin, habt hier die Karten und hier oben werden quasi Marker bzw. Fragen platziert und ihr müsst Fragen beantworten und je nachdem liegt ihr richtig, liegt ihr falsch und ihr kommt mit eurer Figur. Ihr habt also die Gegner, sind praktisch, gegen die Gegner. Ihr agiert quasi kooperativ gegen die Gegner, so muss ich sagen. Und ihr versucht natürlich hier über einen gewissen Zeitraum mit bestimmten Fragen am Ende vorne zu liegen. Und das wird mit Karten gesteuert. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Da habe ich auch ein Video gemacht. Dann seht ihr das. Allerdings muss ich wirklich sagen, hier ist Jung und Alt gefordert, weil mein Vater hat auch gesagt, ja, die Fragen sind teilweise schon richtig knackig. Also demnächst, Papa, bringe ich es wieder mit. Beziehungsweise du hast ja auch eine Version daheim. Dann spielen wir es wieder, weil die Fragen sind durchaus knackig, anspruchsvoll, aber nach wie vor ein Spiel, was ich toll finde, was für einen Elias mit seinen 9 Jahren schon fast zu schwer ist. Aber wer sowas sucht und gemeinsam gerne ratet und solche Quizspiele sucht, der ist hier genau richtig. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel und ich glaube, der Elias hat es irgendwo oben, weil Torduell ist nämlich ab 7 Jahre und das spielt er schon seit vielen, vielen Jahren. Das Video ist schon ein bisschen älter, aber ja, der Elias ist, glaube ich, da 6 oder 5, 6 Jahre. Also er spielt schon sehr, sehr lange. Und Torduell ist ein Spiel, was man, wie gesagt, gegeneinander spielt. Es werden Karten ausgespielt, die man vergleicht. Und je nach Wert rückt man mit dem Ball auf einer Position, was das Feld angeht, weiter. Ja, je nachdem landet man dann direkt vom Tor und dann wird geschnippt. Das heißt, mit einer Figur versucht man ins Tor zu schnippen. Das heißt, auch die Spielschachtel wird dazu benötigt. Ist ein super Preis. Ihr müsst mal schauen über die unten genannten Links. Könnt ihr übrigens diverse Spiele auch bekommen. Aber das ist ein klasse Spiel zum super Preis, gerade für Gelegenheitsspieler oder wenn man ein schnelles Fußballspiel sucht. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Spiel. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Und Machikoro aus dem Hause Cosmos
Cosmos, bau dir deine Fußballwelt. Ja, Machikoro kennt sicherlich der ein oder andere Brettspieler mit Sicherheit, aber vielleicht nicht unbedingt die Fußballversion, aber die liegt mir am Herzen. Die finde ich einfach besser als das klassische Machikoro. Das ist ein Spiel, ab 8 Jahre angegeben für 2 bis 4 Personen. Und bei diesem Spiel baut man quasi sich Karten, wie zum Beispiel die Fankurve. Und abhängig von den Karten, die man baut, das sind oben unterschiedliche Werte dann hinterlegt, bekommt man Boni oder man muss Geld abgeben. Und so baut man quasi verschiedene Bereiche und versucht spezielle Gebäude, Bauwerke zu errichten. Ein wirklich tolles Spiel. Haben wir auch ein Video dazu gemacht. Ich glaube sogar mit der Alina dabei. Ich weiß gar nicht genau. Müsst ihr nochmal reinschauen. Aber ihr könnt auf jeden Fall da in das Video reinschauen. Da bekommt ihr nochmal einen besseren Eindruck, wie wir euch das spielerisch zeigen. Man braucht schon eine gewisse Auslage. Ein bisschen Spielerfahrung sollte man aber mitbringen. Und wer sowas Spiel gerne hat, als, ja, als wie so eine Art Managerspiel, der ist bei Machikoro Fußball aus dem Hause Cosmos genau richtig. Was habe ich noch? Da habe ich mir noch einen Hinweis gemacht. Black Stories habe ich euch ja auch schon einiges gezeigt, aber es gibt den Bereich ja nicht nur Adventure Games bei Black Stories, sondern es gibt es auch in der Fußballversion. Ich glaube, da haben wir auch ein Video dazu gemacht. Je nachdem blende ich es dann ein oder binde den Link dann ein, dann seht ihr es. Und das ist wirklich ein Spiel, da braucht ihr euch nicht vorbereiten. Da könnt ihr zu zweit oder mit 10 Leuten da sitzen, je nachdem in der Halbzeitpause einfach eine Karte nehmen. Ein Spieler nimmt die Karte vor sich, lest die Aufgabe vor und die anderen Rätsel und versuchen die Lösung, die auf der Rückseite hinterlegt ist, herauszubekommen. Und nur ich als aktiver Spieler kenne die Lösung und darf Fragen mit Ja und Nein beantworten. Also ein ideales Spiel, gerade für die Halbzeitpause beispielsweise oder zum Übergang für ein weiteres Spiel, ist das wirklich ein tolles Spiel rund um dem Thema Fußball, weil letztendlich ist das quasi selbsterklärend. Und dann gibt es ja noch quasi, ja, sind es die Schnippspiele, kann man es dazu sagen? Auf jeden Fall Fubi 2.0. Ich zeige das große Brett auch, deswegen habe ich auch ein bisschen Platz gemacht. Und hier seht ihr es, Fubi 2.0. Da unterstützt ihr auch durchaus die Lebenshilfe Gießen, weil ich glaube, das wird nämlich dort produziert. Damals auf der Messe in Stuttgart habe ich es am Stand von der Lebenshilfe Gießen gekauft. Super Preis, ich glaube, ihr könnt es auch online bestellen. Und ich glaube, das meiste erklärt sich von alleine. Das heißt, man hat die Kugel, man hat so einen Schnipper dann und man versucht die Kugel dann quasi ins gegnerische Tor zu bringen. Man darf immer nur einmal schnippen und damit ihr das auch ein bisschen seht, wie das aussieht, das ist übrigens die Spielschachtel. Ja, ich habe ja schon mal ein großes Video gemacht rund um die besten Schnippspiele. Ist das jetzt ein Schnippspiel? Da tue ich mal ein bisschen schwer, aber hier seht ihr das Material, wie das aufgebaut ist. Hier prallt die Kugel dann an, da ab, das ist wirklich toll gemacht. Hier sind die Kugeln drin und die einzelnen Marker und das ist wirklich klasse, sehr ja, qualitativ hochwertig und ein Gruß geht raus an die Lebenshilfe Gießen. Also wenn ihr da so ein Fußballspiel sucht, dann seid ihr bei diesem Spiel genau richtig. Das war ein schneller Rundumschlag, was Fußballspiele angeht. Wenn euch noch etwas einfällt, gerne in die Kommentare. Schreibt rein, dann freuen sich andere. Was eure Favoriten sind, dürft ihr natürlich jetzt auch gerne in die Favoriten schreiben. Was euer Lieblingsverein ist, natürlich auch. Ich freue mich auf eure Rückinfos, auf den Austausch mit euch und sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.